Im opulenten Oberbayern sehnt sich ein dynamisches Duo nach einer schmucken Schwiegertochter. Ich bin die Elvira, bin 67 Jahre und bin die Mama vom Thomas. Hallo, ich bin der Thomas, bin 42 Jahre und bin der Sohn von der Elvira. Ja, ich bin jetzt schon eine sehr lange Zeit Single, ungefähr 8 bis 10 Jahre. Ich muss natürlich im Vorhinein sagen, ich bin etwas zurückhaltend und vielleicht auch ein wenig schüchtern. Beruflich bin ich Koch. Ich wohne ja gleich nebenan, habe ich ja dran gebaut. Mein Verhältnis zu meiner Mutter ist sehr gut. Meine Mutter bedeutet mir alles. Wir sind immer füreinander da. Ein Herz und eine Seele. Meiner zukünftigen Partnerin versuche ich natürlich das Allerbeste zu bieten. Ich bin natürlich treu, ehrlich. Ich würde sie verwöhnen. Natürlich wird sie, wenn's wirklich passen sollte, würde ich sie natürlich auch auf Händen tragen, ist ganz klar. Also ich werde alles tun für meine Partnerin, damit sie glücklich ist. Und so möchte der kuschelbedürftige Koch seinen Verehrerinnen mit einem meisterhaften Menü einen gebührenden Empfang bereiten. Hallo Thomas. Hallo Mama. Oh, jetzt schauen wir mal, was hast du heute Leckeres gekocht? Heute habe ich gekocht einen Hackbraten, der ist im Ofen, eine Champignonsauce dazu und Spätzle. Ja, warum ich jetzt einen Hackbraten koche, denn das habe ich mir so überlegt, weil bei uns in Bayern das auch sehr gern gegessen wird. Ich hoffe, dass es bei den Damen gut ankommt. Jetzt geht's endlich los. Und du hast gekocht wie super, super gekocht hast wie immer. Und das wird die Damen bestimmt schmecken, gell? Ich glaube, wir gehen jetzt rüber, essen wir bei mir drüben, oder? Das machen wir, da helfe ich dir rüber dran. Mit vereinten Kräften werden die kulinarischen Köstlichkeiten kurzerhand im Kochtopf nach nebenan buxiert. Meine Mutter darf natürlich schon mitentscheiden in dem Moment, weil es wär natürlich mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich meine Partnerin auch mit meiner Mutter sehr gut versteht. Da ich neben meiner Mutter wohne auch gleich und das wäre mir schon wichtig. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Damen das kommen. Genau, das können wir gar nicht einschätzen. Stellen wir alles mal da her. Wir wollten natürlich Begrüßungsgeschenke für die Damen. Ist einfach so. Und da waren wir halt jetzt nicht sicher, wie viel. Und darum haben wir 5 Herzchen gemacht, gell? Genau, 5 Herzchen. Haben uns auf die Zahl 5 geeinigt. Lieber mehr als weniger. Genau, lieber mehr als wenig, ja. Genau. Ja, wäre natürlich schon jetzt eine Herausforderung. Aber wenn es nicht sind, dann wird die Auswahl natürlich schon schwierig fallen. Eine gelangt eigentlich, gell? Genau. Also ich kann es kaum erwarten, bin schon sehr gespannt und blicke jetzt mit Vorfreude in die Zukunft. Aber ich lasse es auf mich zukommen und jetzt freue ich mich. Ja, das wird schon werden. Und das wird schon werden.